Willkommen zurück, wir befinden uns hier in Kapitel 11, Erinnerung an Sarah. Ja, wir sind hier vorne stehen geblieben, haben wir kurz abgespeichert und ja, hier wollen wir jetzt weiter fort. Ja, im letzten Part ist eigentlich nicht viel geschehen, plus dass Snow darauf geschworen hat, dass es die letzte Träne von Sarah sein wird, die jemals gefallen sei. Also er meint damit den Kristall, den er ganz halt bei sich trägt, im Prinzip eigentlich die Träne. Und ja, ich schaue mal, ob er das auch wirklich halten kann. Er hat es übrigens an der Lightning gesagt. Wer den Part verpasst hat. Wer es verpasst hat, einfach mal in die Playlist schauen und da werdet ihr das dann finden. So, wir haben jetzt hier ein Item erhalten. Für Snow. Genau. Bin aber kein Fan von den Item. Ne, braucht man nicht wirklich. Gut, und dann weiter hier nach vorne. Gut, hier haben wir einen Speicherplatz, den wir jetzt hier aber erstmal nicht benötigen. Gut, ich könnte hier mal wieder wechseln. Ich habe einen Bock dazu. Oh, naja. So, machen wir das mal so rum wieder. Wenn ihr das gerne andersrum möchtet, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Also, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, naja, nimm mal den als Anführer oder so. Get through there, and we'll be in ABBA. You're almost home. Yep. Doesn't exactly look like it's gonna be a leisurely stroll. A foul sea! Oh, so we just head through this foul sea's lair to get to ABBA, right? What's another foul sea at this point, huh? Okay. Something about that one, I don't. Oh, jammer. Wieder eine kleine Statue. Okay. Wir nehmen sie mal nicht an, erstmal. Das machen wir später alles. Nee. So. Und da kommen wir zum ersten Battle des Let's Plays. Manga. Managa. So. Ich glaube sogar ein etwas hässliches Vieh. Ich glaube, der macht Schaden. Ich weiß gerade nicht so genau. Okay, so viel ist es noch nicht. Ist ganz akzeptabel. So, den Schockmodus haben wir hier anscheinend nicht bei ihm. Der wird dann hier schon vorher sterben. Und weg ist er. 6700 Schaden. Nice. Ach man, ich mag Fang. Macht wirklich wahnsinnig Schaden. Sieht das nicht toll aus? Also ich finde, das sieht einfach nur geil aus. Und was steht denn da Hübsches? Na, mal schauen. Wir müssen dann bestimmt da hin. So. So, mal gucken, ob er irgendwelche Empfindlichkeiten hat. Thank you. Okay, nicht wirklich. Also bringt uns nichts.
Nichts, nichts und nochmal nichts. Guten Schockball mache ich jetzt hier nicht pushen, weil bringt in dem Fall hier eigentlich nicht. Oder eigentlich besser gesagt gar nicht. So, lassen wir das einfach mal. Ups, Alter, das war das Falsche. So, rum wollten wir das. Und damit ist er schon erledigt. Du sagst es, Hope. Aber nee, da fliegt wieder so ein komischer Drache oder Vogel, whatever rum. Na, mal schauen. Der macht bestimmt böse Aua. Ja, etwas, aber es geht noch. Es geht noch. So, Special Blitz. Dann wollen wir mal ein bisschen waffen, ne? Bevor wir ihn dann fertig machen. So, jetzt müsste er eigentlich Ed Blitz drauf machen, hoffe ich. Nein, er macht Courage drauf. Oh, Mann. Hope. Komm schon. Hier, ich mach dir eine Analyse. Jetzt siehst du, dass du das buffen musst. Denke ich mal zumindest, aber ich glaube, macht es wieder nicht. Verdammt. Komm, jetzt. Ja, schön, jetzt macht er Blitz. 10 Stunden später. Wenn ich wette, der Gegner fällt dann so schnell um. So, auf geht's. Beiden kuscheln. Also, ich glaube, in der Zeit hat man ihn nur schon down gemacht. So, und switchen mal rüber. Und da fliegen schon wieder 25k Schaden rüber. 23k, 24k. Oh. Einfach nur geil. Na, an dem wollen wir jetzt hier mal vorbeilaufen. Das versuchen wir es mal. Das ist einfach ein unnötiger Kampf. Aber wir kommen an ihn nicht vorbei anscheinend. Ja, wir müssen gegen beide hier kämpfen. Dann würde ich sagen, wir tun ja erstmal wieder Waffen. Und die buffen. Gehen heute, wir machen heute mal einen ruhigen Tag. Heute gehen wir mal alles etwas langsamer an. Oh. So, ich hoffe, er bufft. Genau, das sollte er nicht buffen. Dann machen wir mal das halt. So. Schauen wir mal. Er bufft Protes. Ja, das soll er noch buffen und dann machen wir los. So, ab geht die Party. Wir nehmen jetzt mal. Okay, das hat Schaden gemacht. So, dafür geht's jetzt in den Schockmodus sofort, okay? Okay. So, jetzt switchen wir mal hier auf Sturmkommando. Ich glaube, das Blöde ist, der andere absorbiert das Blitz. Das ist jetzt etwas unpraktisch, das dabei zu haben. Ich glaube, jetzt habe ich mir meinen Eigentor geschossen. So, erstmal heilen. Und schön, jetzt geht. Ah, schade, ich dachte doch. Ich dachte gerade, das Adblitz ging weg. Der absorbiert das ja. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd.
das ist wirklich wahnsinnig blöd gerade. Dann müssen wir halt so angreifen. Ah, das... Ah, ja. Hä? Jetzt bin ich total verwirrt. Es ist doch eigentlich AdBlitz drauf, oder ist das... Ach, X-Blitz ist da drauf. Ah, wir haben gar nicht AdBlitz, wir haben X-Blitz drauf. Deswegen haben wir von uns gar nicht so viel Schaden bei denen gemacht. Ich dachte gerade, scheiße, jetzt haben wir uns hier ein Eigentor geschossen. Mit den AdBlitz, aber... Wir hatten ja X-Blitz drauf. Ja, ich bin jetzt hier gerade an einem Item vorbeigelaufen. Ich denke gerade darüber nach, hat sich jetzt irgendwas vergessen? Ja, wir haben in der gesellig Mensch ein Item. Aber das wollen wir hier natürlich nicht vom liegen lassen. Obwohl wir es eigentlich liegen lassen hätten können. Also gelohnt hat sich das hier nicht, das Item. Na, das sieht aber hier geheimnisvoll aus. Also, da gehen wir mal hier auf Stormy. Guck mal, klappen die hier. Au! Okay, dann machen wir das halt anders. Dann haben wir halt erstmal X-Blitz drauf. Und vielleicht auch noch Protis. Oh, was will er mit Flor? Naja, dann nicht. Und dann soll er halt X-Blitz erstmal hier erreichen. So, die Mana-Gaben sind wirklich eigentlich etwas tanky. Aber ein Problem stellt sich ja eigentlich nicht dar. Zumindest noch nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Fang wird überleben. Ja, wird sie überleben. Es klappt schon, irgendwie. Und da haben wir den letzten auch dann. Sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal das etwas genauer an. Das sieht ja wenigstens sehr geheimnisvoll aus. Mal gucken. So, hier haben wir. So. Stein tut ja nicht. Okay. Dann hat nicht. Oh. Wir sind in Daijin-Turm. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Und in der Ebene 1. Oder erste Ebene. So. Ist aber eigentlich vollkommen Wurst. Oh, eine Video-Sequenz. Mal schauen. Vielleicht sagen die ja noch was dazu. Huh? I'm not the only one hearing that, am I? No. It couldn't be them, could it? I don't know. It's weird, like voices in my head. I hear it. Your presence here draws the tyrant's gaze. Leave this place at once. We can't leave.
This is the only way for us to get through. Please, help us. As you wish. Look for us, and the way will open. That was easy enough. You never know. Could be a trap. Could be. Don't see no stairs, though. Do you? Nope. This is our ride. Bumpy or not. Okay, schön, dass wir hier rein dürfen. Dann bedanken wir uns hier erstmal bei dem Wächter oder Wärter oder whatever das sein soll. Und ja, wir werden jetzt hier erstmal speichern gehen. Ich bedanke mich hier wieder vielmals fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann einfach im neuen Part. So, ich mache hier noch schnell das Kristallium. Oh, ja, 2 Euro. Frostschlag, okay. So, aber immer mal nur den Heiler erstmal ein bisschen. Ein bisschen AP ist immer was Tolles. Und Angel auch endlich. Nein! Okay, er hat's fast. Manipulator. Oh, Paintgun, nice. Und Angriffskraft. Und nochmal Angriffskraft. Ah, sie macht nicht genug Schaden. Was haben wir hier? Hier machen wir den. Heiler. Boah, hier fehlt doch wieder ein bisschen. Hier den Presser. Na. Und wieder HP. Oh Gott, das ist wahnsinnig viel HP. Und machen wir hier den Presser. Oder ne, den. Ne, wir machen erstmal das hier. Die Barriere. Oh, Blitz, gell? Sehr nice. Gut, hier wieder doppelt gemobbt. Speichern, wie immer. Wunderbar. Dann auch nochmal an die, die noch dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal.